bist ein kleiner, großer Held, der sein Versprechen immer hält. Du fürchtest dich vor keiner Macht der Welt und hilfst den Armen oft mit Gut und Geld. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Er steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Du bist ein kleiner, großer Held, für den Gerechtigkeit nur zählt. Du bist ein Junge noch und schon ein Mann, ein Freund, auf den man bauen kann. Der steht uns bei, der hat viel Mut, ganz sicher Robin Hood. Viele Menschen glauben, sie müssten alles hinnehmen, was ihnen widerfährt, und sich in ihr Schicksal fügen. Zugegeben, das Leben ist voller Hindernisse. Aber in jedem von uns steckt eine ungeheure Kraft und Willensstärke, mit der wir jede noch so große Schwierigkeit meistern können. Also lasst euch nicht einschüchtern und nehmt euer Leben in die Hand. Marianne! Ah, Pech gehabt, euer Befreiungsversuch ist misslungen. Und jetzt geht es euch an den Kragen, ihr Halunken. Ach. Worauf wartet ihr denn noch, hä? Feiglinge! Ah, was ist? Ah. Achtung! Los, weg hier! Robin! Sie müssen gleich auftauchen. Lasst sie nicht entkommen. Wärt ihr drei jetzt mausetot? Bin ich nicht genial? Das war der beste Einfall seit Urzeiten. Das müsst ihr doch zugeben, Jungs, oder? Wenigstens bedanken könntet ihr euch bei eurem Lebensretter, findet ihr nicht auch? Wenn du nicht sofort ruhig bist, stopfe ich dir deine volllaute Klappe. Ja? Lass ihn doch in Ruhe. Ohne ihn wären wir verloren gewesen. So ein Mist. Wir waren schon so nah dran und haben es trotzdem nicht geschafft, Winifred und Marion zu befreien. Keine Angst, Freunde, ich bin ganz sicher. Irgendwann werden wir die beiden da rausholen. Ja, wir geben nicht auf. Diese Schurken, die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Das riecht ja gut, danke. Guter Mann, habt ihr für mich auch noch etwas zu essen? Aber sicher. Vielen Dank. Würdet ihr mir verraten, was hier im Dorf gefeiert wird? Soviel ich weiß, ist das Erntedankfest erst viel später. Wir feiern heute mehrere Hochzeiten. Oh, das ist aber schön für euch. Da habt ihr ja allen Grund zur Freude. Seht nur, wie hübsch sie sich gemacht haben. Ist das nicht aufregend, Leute? Oh. Ah. Habt ihr zwei beiden eigentlich schon mal darüber nachgedacht, ob ihr auch irgendwann mal heiraten wollt? Ich schon. Es war Liebe auf den ersten Blick und ich werde Marion so bald wie möglich heiraten. Was? Ihr habt richtig verstanden. Ich war noch nie so glücklich wie in der Zeit, als sie mit uns zusammen im Sherwood Forest war. Wisst ihr, sie ist die Frau meines Lebens. Oh. Ui!
Hey! Hör nicht auf diesen Schwätzer. Lass uns lieber überlegen, wie wir in dieses verdammte Schloss gelangen. Also ehrlich gesagt, halte ich diesen Plan für zu kompliziert. Lasst uns wieder die Mauer hochklettern. So wie gestern. Das wäre reiner Selbstmord. Nach dem, was gestern passiert ist, hat Lord Elwin bestimmt die Wachen verdoppelt. Woher willst du das denn wissen? Du alter Pessimist, gehst immer vom Schlimmsten aus. Sieh hoch, dann weißt du, was los ist. Oh je. Wir müssen einen anderen Weg finden, um ins Schloss zu kommen. Hey, Mudge, ist irgendwas mit dir? Es war an einem sonnigen Frühlingstag, als ich hier zum ersten Mal begegnet bin. Die Vögelchen zwitscherten und die Eichhörnchen turnten munter auf den Bäumen herum. Wie bitte? Was ist denn los, Robin? Ich weiß nicht, Mudge redet so ein wirres Zeug. Das gibt sich wieder. Der fängt doch jedes Mal an zu spinnen, wenn ihm die Sonne zu lange auf den Kopf scheint. Diesen Augenblick, als sie aus der Kutsche stieg, werde ich nie im Leben vergessen. Es war eine Fügung des Schicksals, dass wir uns getroffen haben. Hey, bleibt stehen und ergebt euch, ihr habt keine Chance! Aus dem Weg! Verschwinde, Bürschchen, oder wir machen dir Beine! Ich bin Mudge, der gefürchtete Bandit, und ich gebe die Befehle hier im Sherwood Forest, verstanden? Also, wenn euch euer Leben lieb ist, gebt mir sofort euer Vermögen und macht euch aus dem Staub. Na los, ich warte! Glaubst du etwa im Ernst, dass ich vor so einem Knirps wie dir Angst habe? Komm her und zeig uns, wie stark du bist! Kommt doch her, Gentlemen, wenn ihr euch traut. Tretet vor und kämpft, ich bin bereit, ich zerschlage euch... Was geht hier vor? Warum rennt ihr plötzlich alle weg? Hä? Diese Feiglinge. Sie ist nur ohnmächtig. Sie wird schon wieder aufwachen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kreuz aus purem Gold? Ich werde sie durchsuchen. Sie ist so ein zauberhaftes Geschöpf. Wenn ich sie schon nicht haben kann, behalte ich wenigstens das hier. Wie schade, sie wird nie meine Frau werden, denn ich bin nur ein kleiner Dieb und sie ist eine Adlige. Aber dieses Kreuz wird mich immer an sie erinnern. Eigentlich müsste ich es an unseren Anführer abliefern, aber das fällt mir doch nicht im Traum ein. Oh, meine geliebte Marion, du holdes Wesen, wenn du nur erahnen könntest, wie sehr ich mich nach dir sehne. Ich werde nie aufhören, dich zu lieben. Du holdes Wesen, wenn ich das schon höre. So ein Quatsch. Robin! Dem ist auch die Hitze zu Kopf gestiegen. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß schon, was mit dir los ist. Dich hat es auch erwischt. Sehr komisch. Soll das ein Witz sein? Raus mit der Sprache, Robin. Uns kannst du nichts vormachen. Ach, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Komm, gib's doch endlich zu. Du bist auch in Marion verliebt. Was? Ach, ihr seid doch verrückt. Es ist ganz anders, als ihr denkt. Danke, dass du mich begleitet hast, doch jetzt kann ich allein weitergehen. Aber warum denn? Lord Elwin hat eine sehr hohe Belohnung auf dich ausgesetzt. Du bringst dich in große Gefahr, wenn du mit mir bis zum Schloss gehst. Ein Stück werde ich noch mitkommen. Das brauchst du nicht. Es ist wirklich nicht mehr weit bis zum Schloss. Das schaffe ich schon allein. Mach dir keine Sorgen um mich. Na gut, aber nur, wenn du mir versprichst, dass du auf dich aufpasst. Wie kann ich dir nur für all das danken, was du für mich getan hast? Ach. Leb wohl, mein munterer kleiner Geselle. Sag mal, hast du überhaupt schon einen Namen? Mal überlegen, was zu dir passt. Ach ja, ich weiß es. Ich nenne dich ab jetzt Schnäuzchen, weil du so ein hübsches rosa Schnäuzchen hast. Was meinst du, Robin? Großartige Idee. Das ist genau der richtige Name. Na, kleines Schnäuzchen, ich bin sicher, das gefällt dir auch, stimmt's? Sei vorsichtig und pass auf, wenn du wieder in deinem Schloss bist. Eines Tages wird Lord Elwin kommen und dich mitnehmen. Oh, das stimmt, das ist schon möglich.
Aber ich bin aus der Familie der Lancaster. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass er es wagen wird, sich an mir zu vergreifen. Sei unbesorgt, mir geschieht nichts. Leb wohl, Marian! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Es war ein trauriger Augenblick, als wir uns trennen mussten. Ich werde das Gefühl einfach nicht los, dass ich es versäumt habe, Marian etwas ganz Wichtiges zu sagen. Ach übrigens, wo ist denn eigentlich Mudge? Da! Was machst du denn da unten? Bist du runtergefallen? Du hast mir gerade einen Kinnhaken verpasst. Hast du das nicht gemerkt? Dein Leben für mich riskiert, als du mich im Wald gerettet hast. Wenn du nicht gewesen wärst, dann wäre ich jetzt tot. Sterben, auch wenn es mir noch so schwer fällt. Die Stunde des Todes ist gekommen. Marian! Oh, Robin! Komm, gib mir deine Hand! Halt dich fest! Ich werde dich nie vergessen. Wenn ich daran denke, dass du mich nie wieder mit dieser Melodie verzaubern wirst, dann zerreißt es mir fast das Herz. Bring diesen Brief zu meinen Freunden in den Sherwood Forest. Vielleicht hilft er ihnen, über Robins Tod hinwegzukommen. Hab noch ein wenig Geduld, mein Geliebter. Schon bald werde ich zu dir kommen und dann werden wir für immer und ewig zusammenbleiben.
Uiuiui. Ja. Das kommt schon wieder. So was Tolles habe ich ja noch nie gesehen. Seine Angeberei geht mir auf die Nerven. Ja. Sieh mal, Robin ist schon wieder ganz in Gedanken versunken. Na, sowas. Hallo, mein Lieber. Fängst du jetzt auch noch an, verrückt zu spielen? Hey, pass auf, was du sagst, sonst werde ich dir... Gar nichts wirst du, Freundchen. Wenn du die ganze Zeit Löcher in die Luft starrst, bekommst du deine Herzallerliebste bestimmt nicht zurück. Willst du dich mit mir anlegen? Was? Ich höre wohl nicht recht. Hört auf, komm, ihr beiden. Wir werden gleich sehen, wer hier der Stärkere ist. Jungs, seht mal da. Was wollen die denn hier? Hä? Das sind Erwins Soldaten. Was meint ihr? Ob sie wohl den Auftrag haben, uns gefangen zu nehmen? Nein, das ist nicht der Grund. Sie wollen die frisch vermählten Frauen mitnehmen. Wieso denn das? Übermorgen findet im Schloss ein großes Fest statt. Lord Hereford, Oberhaupt der Kirche von Nottingham, wird ein Mädchen adoptieren. Deswegen hat er unserem Dorf befohlen, ihm 4 junge Frauen zu schicken, die als Mägde für ihn arbeiten sollen. Und darum seid ihr so verzweifelt? Das verstehe ich nicht. Die Mädchen werden nie mehr zurückkommen. Und weil sie ihren Liebsten nie wiedersehen, haben sie beschlossen zu heiraten, um für immer mit ihren Männern verbunden zu sein. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass sich heute niemand so recht freuen kann. Nicht weinen. Keine Macht der Erde vermag es, eure Liebe zu zerstören. Lord Hereford ist ein gemeiner Verbrecher. Komm schnell! Wir müssen uns verstecken, bevor uns die Soldaten sehen. Ja, genau. Little John hat recht. Robin, lasst uns in die Seitengasse verschwinden. Schnell! Wie angekündigt sind wir heute hier, um die jungen Frauen abzuholen, die das Dorf dem Lord Hereford anlässlich der Adoption von Marion Lancaster überlässt. Also was ist? Bringt die Frauen zu mir! Marion wird von diesem hinterhältigen Kerl adoptiert? Um Himmels Willen, das... Sei leise, sonst hören sie uns. Nein, das lasse ich nicht zu, du darfst nicht gehen. Wir haben keine Wahl. Wenn wir uns den Forderungen von Lord Hereford und Lord Elwin widersetzen, werden sie sich am ganzen Dorf rächen. Marianne! Ich bin Marianne Lancaster, so wahr ich hier stehe. Ich bin hergekommen, so wie es Lord Elwin mir befohlen hat. Ich komme freiwillig mit. Ihr braucht eure Waffen nicht auf mich zu richten. Tu es nicht! Ich flehe dich an, Marianne! Wenn ich mit ihm rede, kann ich ihn vielleicht davon überzeugen, Winifred endlich freizulassen. Geh nicht, das ist Wahnsinn! Ich muss. Eine andere Lösung gibt es nicht, Robin. Das Schicksal will es so. Verstehst du denn nicht? Damit hätte Lord Elwin genau das erreicht, was er will. Aber ich möchte unter allen Umständen vermeiden, dass ihr euch meinetwegen weiter in Gefahr begebt. Es ist nur zu deinem Schutz. Ihr werdet sie nicht bekommen, nur über meine Leiche. Legt eure Waffen nieder. Bevor ihr meine Freunde umbringt, müsst ihr zuerst mich töten. Und dann gnade euch Gott, denn ich bin mir sicher, Lord Elwin wird euch dafür hängen. Also, Soldaten, steht nicht länger wie die Ölgötzen herum, sondern führt mich zu Lord Elwin. Marianne, bleib hier! Ich danke dir für die schöne Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Ich möchte keinen dieser Augenblicke missen. Ich war so unendlich glücklich mit dir. Leb wohl, mein Freund. Dem Lord darf man nicht trauen! Marianne! 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 Mein Gott! Marianne! Na, wartet! Los, warte, wir müssen ihm helfen! Jetzt
werden wir euch mal eure hübschen Blechmützen verbeulen. Ihr missratenen Bengel, ihr bekommt jetzt eine gehörige Verbeulung. Wir ziehen uns zurück! Ja, nicht zu weg hier! Sag mal, bist du verrückt? Jetzt wissen sie, dass wir uns hier im Dorf versteckt haben. Sie werden bestimmt bald zurückkommen. Ich konnte es nicht länger mit ansehen. Ich musste etwas tun. Ihr habt uns damit in große Schwierigkeiten gebracht. Das meint ihr doch nicht im Ernst. Ist das der Dank dafür, dass wir euch geholfen haben? Ihr wärt besser in eurem Versteck geblieben und hättet euch nicht von der Stelle gerührt. Nun wird der Lord uns Dorfbewohner hart bestrafen. Das habe ich nicht gewollt. So ein Mist. Wir haben noch immer keine Ahnung, wie wir in das Schloss kommen sollen und zu allem Überfluss sind uns jetzt auch noch diese blöden Soldaten auf den Fersen. Und was schlägst du uns jetzt vor? Hey, Leute! Hört mal alle her! Ich habe eine ausgezeichnete Idee. Und die wäre? Ich habe beschlossen, das Mädchen zu heiraten, das mich vorhin so stürmisch umarmt hat. Was? Sag mal, Freundchen, du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Ich überlasse dir Marion, jetzt kapiert? Ich war gerade mit was anderem beschäftigt. Ach, vergiss es. Es war nur ein Scherz. Ich habe es nicht so gemeint. War ein Witz. Aber ich habe wirklich eine hervorragende Idee. Hey, hör auf, dich über den Kummer anderer Leute lustig zu machen. Hast du mich verstanden? Ja, in Ordnung, Chef. Aber willst du denn nicht wissen, was ich mir ausgedacht habe? So ein Blödsinn kann auch nur dir einfallen. Ich glaube, ich muss dir mal gehörig die Leviten lesen, damit du wieder normal wirst. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Wirst du mal hierbleiben, du kleine Scheusal? Lass mich los! Das werde ich nicht tun! Au, du tust mir weh!